Okay, es geht los, raus auf die Bühne. Was ist, wenn es keinem gefällt, wenn keiner lacht? Es geht auch nicht um Gefallen, es geht um Jesus, Mann. Aber ich bin kein Theologe. Ich weiß, ich habe es nie gelernt. Wenn dir das ist egal, geh raus, du schaffst das. Und immer lächeln, immer lächeln. Achtung, es geht los. 3, 2, 1 und los. Stopp. Was? Hosenladen. Okay. Hey, schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße uns ganz herzlich zu diesem Gottesdienst hier im ICF Kraichgau. Karlsruhe, schön, dass ihr da seid. Aber Kraichgau ist natürlich auch dabei. Einen ganz herzlichen Gruß an alle Locations, an Rhein-Neckar, an Kraichgau, an Ludwigsburg. Schön, dass ihr dabei seid, an die Südpfalz. Und ein großes, großes Dank und ein großer Applaus mal an euch, an die ganzen Helfer, die jeden Sonntag Gottesdienste möglich machen, auch in den Locations. Sehr cool. Wow. Ich freue mich, hier zu sein und zu euch zu predigen und mit euch Zeit zu verbringen. Siehst du, Henning, es geht auch. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr das bei euch auch schon mal erlebt. So die letzten Wochen oder vielleicht ganz konkret heute Morgen. So einen Kampf im Kopf, wie ihr ihn gerade bei mir vielleicht ein bisschen mitgehört habt. Vielleicht kennt ihr solche Kämpfe und habt heute Morgen schon einen Kampf gekämpft. Manche von uns haben diesen Kampf heute Morgen schon gehabt, ja? Stehe ich auf, bleibe ich liegen? Ja, Gottesdienst. Ah, oh, aber es gibt doch online. Nee, komm, steh auf, du musst da wieder. Ah, oh, nein, ich bleib liegen. Nein, steh auf, nein, liegen wir. Herzlichen Glückwunsch an alle, die in der Location sind und hier vor Ort. Ja, ihr habt schon mal einen Kampf gewonnen. Ja, aber ihr seid nicht alles Loser, die ihr zu Hause seid. Überhaupt gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber es sind Kämpfe, die wir kämpfen und die sind sehr real. Und unsere Gegner sind sehr real. Wisst ihr das? Für mich der krasseste Gegner, den du begegnen kannst morgens, ist wer? Dein Spiegelbild. Die meisten Kämpfe werden gekämpft, auch jeden Sonntagmorgen vor dem Spiegel. Ja, du willst aus dem Haus auf einmal. Ach du liebe Zeit. Wie siehst du aus? Oh nein, so kann ich nicht gehen. Doch, du kannst so gehen, du siehst gut aus. Nein, ich sehe nicht gut aus, doch. Nein, ich sehe nicht gut aus. Schatz, wie sehe ich aus? Du siehst toll aus. Lügner. Ja, du merkst, du bist alleine, du kämpfst diese Kämpfe, sind ganz reale Kämpfe und auch dein Spiegelbild ist vielleicht dein größter Gegner in dem Ganzen. 1000 Kämpfe, 1000 Schlachten, die geschlagen werden und die Kunst davon ist ja immer, so zu kämpfen, dass es keiner mitkriegt. Alle sagen, na Henning, wenn du auf der Bühne bist, ey, das ist so souverän. Ja, frag mal meine Frau. Die kämpft diese ganzen Kämpfe mit mir und sagt, Henning, jetzt entspann dich. Weil es wirklich nicht so einfach ist, diesen Kampf im Kopf zu beginnen. Steffen und Sibylle haben letzte Woche gestartet und haben es mit reingenommen, dieses Thema, was dahinter steht. Weil es geht ja nicht nur um Gedanken, um die Kämpfe im Kopf, sondern es geht auch um Gefühle und um Bedürfnisse. Sie haben diese Folie gehabt, wo zeigt, hey, Gefühle, wir spüren Gefühle und diese Gefühle sind echt, die sind wahr. Es ist ja nicht so, dass du sagst, Angst, geh weg oder so. Nein, Angst ist, wenn du Angst hast, hast du Angst. Wenn du dich gut fühlst, fühlst du dich gut. Wenn du böse bist, zornig, dann hast du Zorn. Und dahinter stehen Bedürfnisse und auch die sind wahr. Auch diese Bedürfnisse sind echt. Du brauchst Dinge in deinem Leben, Grundbedürfnisse. Aber Gedanken, die sind auch echt und wahr. Nicht immer. Nicht immer. Ich habe einen Satz gehört und den finde ich gar nicht schlecht. Das heißt, Gedanken sind keine Befehle, es sind Vorschläge. Das sind Vorschläge, die du bekommst, wie du eine Situation ändern kannst oder was du in einer Situation tun kannst. Und Sibylle hat gesagt, die Gedanken nähren unsere Gefühle. Und das ist so ein bisschen so ein Grundthema, wo ich heute mit euch draufschauen möchte. Nämlich heute wollen wir schauen, wie kann ich meine Gefühle, meine Bedürfnisse und meine Gedanken steuern? Gibt es da Möglichkeiten, wie ich das positiv beeinflussen kann? Und für mich ist so dieses Thema, ist wie so ein Hebel in meinem Leben. Die Gefühle sind der Hebel in deinem Leben. Deine Gefühle sind der Hebel, wo du darüber unterscheidest, über Sieg und Niederlage. Wo du darüber entscheidest, bin ich ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch, Krieg oder Frieden. Es entscheidet über meine Beziehungsfähigkeit. All diese Dinge spielen sich dort ab. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wer hat die Hand am Hebel? Wer hat die Hand am Hebel in deinem Kopf? Das ist eine ganz spannende Frage, weil wer ist das? Bin ich das? Ist Gott das? Sind es Konzerne, die mir meinen Kopf vollhauen? Wer ist am Hebel von meinen Gedanken? Und das ist eine spannende Frage. Und
Für mich ist so das Thema, diesen Hebel umlegen, kennt ihr diese Aussage, du musst nur den Hebel umlegen, aber das ist halt nicht so einfach, den Hebel richtig umzulegen. Und für mich die Frage natürlich, welche Dimension hat dieser Kampf im Kopf? Ist das eine rein psychologische Sache oder gibt es dort mehr? Und ich möchte mit euch heute auf diese geistliche Dimension schauen. Ich sage, nicht alle Kämpfe hier oben sind geistlich, aber es gibt Kämpfe, die sind durchaus geistlich. Und da möchte ich mit euch starten mit einem Bibelvers zum Thema Freiheit im Kopf. Steht in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Galater 5, Johannes 8 steht, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So steht es in der Bibel. Es heißt, zur Freiheit seid ihr berufen. Wie muss ich das verstehen? Ich habe so das Bild von einem Vogel in einem Käfig. Ja, kennen wir alle, Vogelkäfig. Hier haben wir einen, der da sitzt. Und dieser Vogel, dem geht's gut. Der hat da eigentlich gar kein Problem mit, dass er in dem Käfig drin sitzt. Warum? Er kennt es nicht anders. Ist da drin aufgewachsen, war schon immer da drin, kennt diese Welt und sagt, ich habe kein Problem, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie unfrei oder irgendwas. Aber irgendwann sieht er eine Taube am Fenster sitzen. Und die guckt rein, macht Guru Guru und zieht wieder ab. Und er denkt sich, hä? Die ist da draußen. Die erlebt was, was ich nie erlebt habe. Und auf einmal regt sich was in ihm. Und dann guckt er nach oben und dann sieht er da oben einen Greifvogel, wie er seine Runden zieht. Und er guckt hoch zu dem Greifvogel und in dem Moment kommt im Radio das Lied, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und dann realisiert der Vogel im Käfig, irgendwas stimmt hier nicht. Er guckt sich an, sieht, hey, was sind das für Dinge an meinen Seiten? Ich habe Flügel, habe ich noch nie benutzt. Und irgendwann kommt jemand und macht die Tür zu seinem Käfig auf. Und er geht raus. Und er fliegt rum und er merkt, wow, ich habe Flügel. Und er zieht durch das ganze Zimmer und sitzt am Fenster und sagt, yes, ich kann's auch. Ich bin draußen, mir geht's gut. Und auf einmal aber meldet sich ein Bedürfnis in ihm, nämlich er hat Hunger. Und sein Hirn schlägt ihm vor, saftige Hirsestange. Und er denkt, wo kriege ich die jetzt her? Was macht er? Er fliegt zurück in den Käfig. Und jemand macht die Tür wieder zu. Und das ist so ein bisschen das Thema bei uns. Jesus sagt, zur Freiheit seid ihr berufen. Ich habe die Tür aufgemacht, ihr könnt rausfliegen, ihr könnt euer Leben leben, ihr könnt in Freiheit unterwegs sein, ihr könnt es genießen. Und das tun wir, aber irgendwann melden sich bei uns Bedürfnisse und Gefühle, die wir kennen und unser Hirn schlägt uns vor, wie wir diese Dinge wieder lösen können. Und was machen wir? Wir fliegen wieder zurück in den Käfig. Wir gehen wieder in alte Verhaltensmuster, wir gehen wieder in alte Dinge rein. Und entweder wir gehen direkt in den Käfig oder wir sind draußen und verhalten uns so, als würden wir drin sitzen. Kennt ihr das? Zur Freiheit seid ihr berufen. Und so fühlt sich das manchmal an. Du bist begeistert von Jesus, aber am Ende merkst du, nee, komm, lass das mit dem Glauben, macht keinen Unterschied. Irgendwie hat sich nichts geändert in meinem Leben. Das Problem ist nämlich nicht der Käfig, den du sehen kannst, sondern der Käfig, der in deinem Kopf sitzt. Der Käfig, der in deinem Kopf sitzt, der einfach da ist und du sagst, irgendwie kriege ich den nicht weg. Und das ist eine Dimension, die kriegst du nicht einfach in den Griff durch positives Denken. Ja, ich kriege immer wieder zu hören, ja, in der Kirche, da wird doch auch nur Life-Coaching, nur Lebensberatung und positives Denken beigebracht. Nein, das stimmt nicht. Der Kampf im Kopf ist sehr real und du kriegst es mit dem positiven Denken nicht wirklich hin. Die Frage ist, wer kämpft dort gegen wen und mit wem? Und die Bibel spricht darüber, sagt, da gibt es jemanden und etwas, was nichts mit dem zu tun hat, wie du entscheidest, dass du denken möchtest. Jesus sagt, zur Freiheit seid ihr berufen, ja? Lasst euch nicht wieder das Joch auferlegen. Bist du das selber? Nein, jemand anders legt dir dieses Joch auf. So, wo steht noch mehr darüber? In Epheser 6 steht Folgendes. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So, hier ist die Rede vom Teufel und von bösen Geistern unter dem Himmel.
und von einem Kampf. Und damit verlassen wir definitiv die Ebene, wo du selber was ausrichten kannst. Merkst du das? Wenn das wirklich Realität ist und du sagst, das möchte ich aus eigener Kraft schaffen, dann ist es wie, wenn du versuchst, Godzilla mit einer Nerf zu erschießen. Ja? Da hast du keine Chance. Das geht einfach nicht. Sondern da musst du anders rangehen. Und wenn du diesen Kampf kämpfen möchtest, dann musst du wissen, mit welchen Waffen wird gekämpft. Wenn es den Teufel gibt, muss man immer vorneweg sagen, dann ist die Frage, mit was kämpft er? Und es gibt viele Stellen in der Bibel, wo über den Teufel gesprochen wird. Und es gibt eigentlich immer nur eine Waffe, die erwähnt wird, mit der er kämpft. Und das ist die Lüge. Das ist die Lüge. Er kommt nicht, wenn wir über den Teufel nachdenken, das ist nicht dieser Typ Hörner, irgendwie so ein Schwanz, Dreizack in der Hand und der kann dich richtig kaputt machen. Nein, er geht her und kämpft viel subtiler. Der Engel des Lichts. Der ist nicht so hässlich, wie wir immer glauben. Und der ist auch gar nicht so leicht zu erkennen, wie wir immer denken. Und er kämpft mit der Lüge. So wie es über unseren Vater im Himmel heißt, er ist unser Vater, er schenkt uns neues Leben. So heißt es über den Teufel nur einmal, dass er ein Vater ist. Und das steht in Johannes 8,44. Da sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Was heißt denn Satan? Satan, Satanas bedeutet einfach nur Durcheinanderbringer. Er verdreht Dinge. Und das hat schon angefangen bei Adam und Eva. Er hat Dinge verdreht. Ja? Die Geschichte brauche ich nicht erzählen, ja? Aber da heißt es irgendwann, dass er sagt, das, was euch Gott gesagt hat, das ist nicht wahr. Gott lügt. Gott will nicht, dass ihr frei seid. Gott hat euch verboten, von dem zu essen, weil er nicht will, dass ihr... Und er verdreht etwas. Er verdreht es so. Und dann, was machen wir? Dann wird von dieser Frucht gegessen, wie die Erzählung ist. Und dann stehen die draußen, stehen sie vor dem Paradies. So, dann fangen wir an mit positiven Denken. Ja, dann kannst du nicht sagen, sehen wir es mal positiv, hier waren wir noch nie. Ja, das bringt nichts. Ja, du weißt, wir haben es verbockt, wir sind rausgeflogen, das war's. Jetzt die Frage, wer hat daran Schuld? Ja, wessen Schuld ist es? Eigentlich die des Durcheinanderbringers. Wäre der nicht gewesen, wäre es nicht passierend. Und das Einzige, was du Adam und Eva vorwerfen kannst, wenn du willst, ist, dass sie der Lüge mehr geglaubt haben als der Wahrheit. Sie haben der Lüge mehr geglaubt als der Wahrheit. Und das ist die Geschichte dahinter. Wir müssen uns entscheiden, was wir glauben wollen. Wollen wir der Lüge glauben oder der Wahrheit glauben? Und es ist oft nicht so einfach. Und wir müssen uns da entscheiden. Zum Beispiel können wir uns entscheiden, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Wer ist der Meinung, es gibt einen Gott? Ja, in der Kirche kannst du was gut fragen. Ja, super. Alle der Meinung, es gibt aber manche schon, ja, ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Wer glaubt, dass es einen Teufel gibt? Oh, das ist nur noch die Hälfte. Ja, wer glaubt, dass die Bibel von A bis Z wahr ist? Ah ja, geht so. Wer glaubt, dass der Mensch von Natur aus gut ist? Tja, was war die richtige Antwort? Ich weiß es nicht mehr. Dass er böse ist? Keine Ahnung. Und ihr merkt, es geht gar nicht darum, was richtig und was falsch ist, was Lüge und Wahrheit ist, sondern es geht darum, dass egal, was du glaubst, es deine Wahrheit wird. Egal, was du glaubst, wird deine Wahrheit. Gibt es einen Teufel, ist es deine Wahrheit? Wenn du glaubst, es gibt ihn nicht, ist es auch deine Wahrheit. Es ist beides so. Und das ist das Wichtige, dass wir erkennen, wenn wir Lügen glauben, beeinflussen sie unser Leben, als wären es Wahrheiten. Wenn wir Lügen glauben, beeinflussen sie unser Leben, als wären es Wahrheiten. Genau auf die gleiche Art und Weise. Man muss eine Sache über die Lüge wissen. Sie ist nicht wahr. Es ist so einfach. Aber sie ist nicht wahr. Das heißt, das gibt es eigentlich gar nicht. Wenn ich sage, rosa Elefant im Raum, den gibt es gar nicht. Versteht ihr? Die Lüge ist nicht wahr. Bei Jesus ganz klar, den Käfig, wenn wir vom Vogel sprechen, den Käfig kannst du sehen. Ja, Jesus konntest du auch sehen, als er wieder auferstanden war. 400 Leute haben den gesehen und wussten, das ist wahr. Aber es gibt Dinge wie den Käfig im Kopf. Den siehst du nicht. Und die Frage ist der da oder ist das, was hier drin ist, zum Teil eine Lüge? Wenn es eine Lüge ist, dann bedeutet das, der Käfig ist gar nicht da. Oh doch, Henning, der Käfig ist da. Glaub mir, ich kenne mich, ich kenne mein Leben. Sei nein, vielleicht glaubst du einfach, dass da was ist, aber es stimmt nicht. Ich will es versuchen zu erklären an einer schönen Geschichte von dem Hund Max.
Ja, Max ist ein ausgewachsener Hund, so groß wie der von Bex, vielleicht nicht ganz so groß. Ja, und der hat Power und der liebt es, rumzuspringen und er hat eine Leidenschaft, zum Beispiel Fahrrädern hinterher zu rennen. Und er ist auf seinem Grundstück und da fährt ein Fahrrad vorbei. So, und er würde hinterher in ihm drin, oh, da geht's ab und er wird am liebsten hinterher rennen, aber was macht er? Er bleibt stehen auf seinem Grundstück. Er geht nicht hinterher. Zwei Kinder kommen vorbei, haben einen kleinen Tennisball und werfen den Ball hin und her. Komm, fang, los, komm, hopp. Und Max steht da, Ball, 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 Ball. Aber er bleibt auf seinem Grundstück. Komm, Max, komm, hier ist der Ball, komm, lauf, hopp. Aber Max bleibt, wo er ist. Und dann kommt eine Katze vorbei. Und Max spürt seine Berufung in ihm drin. Katzen sind das verkörperte Böse in dieser Welt. Und es ist seine Berufung, das Böse zu eliminieren. Was macht Max? Er bleibt dort stehen, wo er steht. Warum? Er war früher schon als kleines Baby, ein kleiner Welpe, ein ganz lebendiger Hund, der es geliebt hat, Fahrräder nachzujagen, mit Kindern den Ball wegzunehmen und Katzen zu vernichten. Ja? Dass seine Besitzer gesagt haben, das geht so nicht. Und sie haben einen unsichtbaren elektrischen Zaun ums Grundstück gemacht. An alle Tierschützer, sowas ist natürlich nicht erlaubt, aber es hat funktioniert. Denn wo Max versucht hat, sein Grundstück zu verlassen und dieser Katze hinterher zu gehen, zapp! Schlag. Was war das denn? Und er geht wieder zurück, ein Fahrer, er will raus, zapp! Und das macht er, zack, 2, 3, 4, 5 Mal, dann hat er seine Lektion gelernt und merkt so, okay, ich glaube, Gott will nicht, dass ich hier vor mein Grundstück rübergehe. Und er merkt, ich kann mein Grundstück, wo ich drauf bin, nie wieder verlassen. Denn wenn ich runtergehe, zapp! Das Problem war, dass die Kinder mit dem Ball auch mal über diesen Zaun gelaufen sind. Und es hat zapp gemacht. Und die Eltern haben gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert? Und dann haben sie gesagt, okay, können wir nicht mehr machen. Und haben den Zaun wieder abgeschafft. Ja? Das Ding ist, die Geschichte ist schon 3 Jahre her. Und Max steht immer noch auf seinem Grundstück. Warum? Er weiß, er kann dieses Grundstück nie wieder verlassen. Das Leben, was da draußen auf ihn wartet, der Fahrradfahrer, den Ball mit dem Ball zu spielen und die Katzen hinterher zu lagen, das Leben, nach dem er sich sehnt, ist für ihn unerreichbar, denn er kann sein Grundstück nicht verlassen. Den Lügen, den du glaubst in deinem Leben, beeinflussen dein Leben, als ob es wahr wäre. Gibt es den Zaun? Nein. Fragt Max? Ja, den gibt es. Komm Max, der gibt es nicht mehr. Du glaubst nicht, ich gehe da rüber, ich bin noch nicht bescheuert. Ja? Und so verhalten wir uns auch. Wir verhalten uns so, als wäre etwas da und vielleicht ist es aber am Ende vom Tag gar nicht da. Was machst du jetzt? Bist du machtlos oder kannst du was tun? Johannes 8, 32. Wenn ihr meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wie kannst du gegen die Lügen ankämpfen, die in deinem Leben sind? Die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. So kannst du dagegen gehen. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, das heißt, ich mache dir den Käfig auf. Ich bin die Wahrheit. Wenn du draußen bist, dann bin ich die Wahrheit. Ich sage dir, wie das Leben da draußen und ich bin das Leben. Ich kann dir sagen, wie du da draußen lebst. Und Jesus sagt, ich bin das alles. Und wenn das stimmt, dann ist Jesus alles, was du brauchst. Und jetzt kannst du gleich in dich reinhören. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Kann man das glauben? Das, was du glaubst, wird zu deiner Wahrheit. So, wie kann ich dort reinkommen? Wie kann ich in so eine Geschichte reinkommen? Und es gibt für mich ein Prinzip, wo für dich ein erster Schritt sein kann, um in diese Freiheit reinzukommen. Und dieses Prinzip heißt Suchen ersetzen. Suchen ersetzen. Suche die Lüge, ersetze sie durch Wahrheit. Erkenne die Lüge und ersetze sie durch Wahrheit. So einfach kann es aussehen. Ich möchte euch eine Geschichte aus meinem, oder keine Geschichte, sondern aus meinem Leben erzählen, wie dieses Prinzip funktioniert. Weil ich habe eine Lüge in meinem Leben, die hat mit einem Minderwert zu tun. Und dieser Minderwert kommt daraus, dass ich nicht qualifiziert bin für das, was ich tue und deswegen auch nicht so viel wert bin wie jemand, der qualifiziert ist. Woher kommt das? Ich erzähle euch meine Geschichte kurz. Ich hatte den Traum, ein Jugendzentrum aufzubauen und habe dafür BWL studiert. Aber natürlich kein normales BWL, sondern Non-Profit, weil Jugendarbeit ist Non-Profit, oder? So, das war ein ganz neuer Studiengang damals.
Ich war fertig, da stand da Diplom-Betriebswirt, Schwerpunkt Non-Profit und habe versucht, mich zu bewerben. Was war mein Problem? Keiner wusste damit, was anzufangen. Ich sage, du bist Non-Profit und willst bei uns arbeiten, dann machen wir keinen Profit mehr, oder was? Ja? Ich bin extrem erfolgreich. Ich frage im Kreisgau nach, ich schaffe es immer Minus in der Bilanz zu haben am Ende. Ja? Nee, aber Non-Profit heißt, du bist kein richtiger BWLer. Ja? Du hast das Gegenteil von dem gelernt, was es eigentlich soll. Non-Profit. So, und dann habe ich dann im Jugendhaus angefangen zu arbeiten, habe gemerkt, oh, mit deinem BWL kommst du ja nicht wirklich weit. Die Stadt hat gesagt, Herr Krocko, wenn Sie das machen wollen, müssen Sie Pädagoge sein. Und ich sage, Pädagoge, wo kriege ich jetzt einen Pädagogen her? Und dann habe ich Theaterpädagogik studiert. Ausbildung gemacht. Ne? Und ich bin Theaterpädagoge. Ja, was ist denn das? Ist ja kein richtiger Pädagoge. Nee, das stimmt, aber ich bin jetzt ein Pädagoge, ich darf Jugendarbeit machen. Ja? Also, kein richtiger BWLer, kein richtiger Pädagoge. Dann stirbt mein Vater, der war in der Bauchemie. Was mache ich? Ich übernehme die Firma oder das, was er gemacht hat, und steige in die Bauchemie ein. Was war mein Problem? Kein Chemiker. Ich hab Chemie abgewählt mit 5 Punkten Unterkurs, ja, weil ich es einfach nicht gecheckt habe. So, habe es mir angelesen. Das Problem ist, ich bin kein Chemiker. Kein BWLer, kein Pädagoge, kein Chemiker. Dann kam ICF um die Ecke. Henning, wir brauchen einen Pastor. Und ich sage, let's go for it, oder? Dann kam einer zu mir mal, ich habe das ja schon mal erzählt, der hat gesagt, Henning, auf welcher Bibelschule warst du? Ich sage, ich war auf keiner Bibelschule. Sag, ah, okay, wo hast du Theologie studiert? Ich sage, ich habe keine Theologie studiert. Ah, darf ich dich fragen, ob ICF plant, hier mal einen richtigen Pastor anzustellen? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich kann dir mal fragen. Ja, und es klingt witzig, aber es trifft den Nerv. Es trifft den Nerv. Du bist nicht qualifiziert für das, was du tust. So, was mache ich? Ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, was ich glaube. Ich muss mich entscheiden, zu glauben, dass ich weniger wert bin, weil ich nicht qualifiziert bin. Oder ich kann diese Lüge ersetzen durch etwas anderes. Und ich bin letzte Woche morgens ins Büro gelaufen und ich hatte wieder so ein, bei mir einfach drin im Kopf, genau diesen Dialog. Und dann hatte ich dieses Wort, das heißt, Henning, mich bereuen meine Berufungen nicht. So, ist das jetzt positives Denken? Nein, das ist genau das, dass du Wort Gottes nimmst und damit gegen deine Lügen angehst. In Römer 11, 29 steht, und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Und genau so kämpfst du den Kampf. Du nimmst Wahrheiten und ersetzt damit Lügen in deinem Leben. Paulus schreibt, prüft alles, 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 was dir in den Kopf kommt, prüf's. Und das Gute behalte, das nimmt an. Wir entscheiden, du entscheidest, was du annimmst. Es gibt so, kennt ihr, bei Microsoft Word, kennt ihr dieses Ding, wenn du ein Dokument schreibst, gibt es diese Funktion Suchen ersetzen. Kennt ihr? Ja? Alle, die schon mal ein bisschen was am Computer kennen, das vielleicht. Stell mal vor, du sitzt da, dein Tag läuft durch und du würdest dich abends hinsetzen und würdest sagen, ich schreibe mal meinen Tag auf. Und dann schreibst du, wie war dein Tag? Was hast du alles erlebt? Was haben Menschen alles zu dir gesagt? Wo hast du was gut gemacht? Wo liefst du daneben? Und dann guckst du es dir am Ende vom Tag an, was du erlebt hast. Und dann musst du entscheiden, was du damit machst. Da gibt es Dinge drin, die sind wahr, aber da gibt es auch Dinge drin, wo du einfach einer Lüge geglaubt hast, wo du einer Lüge nachgegangen bist und die hat über dein Leben geherrscht und hat Dinge gemacht. Und du kannst dich jetzt kannst sagen, so bin ich, das bin ich, ich habe meinen Tag wieder nicht auf die Reihe gekriegt, ich gehe ins Bett, ich bin deprimiert. Oder du kannst sagen, nein, ich suche die Lügen und ich ersetze sie durch Wahrheiten. Wie machst du das? Suchen, ersetzen. Von Michael, weißt du, was der Shortcut ist von Suchen, ersetzen? Was ist es? Steuerung H. Steuerung H ist Suchen, ersetzen bei Word. Was bedeutet das? Steuerung, der Hebel. Ich gebe das Steuer H, dem Heiligen Geist. Das ist das, was du tust. Dankeschön, Dankeschön. Ja? Das heißt, wenn du deinen Tag durchgehst und sagst, das habe ich heute erlebt, dann drückst du Steuerung H, sagst, Heiliger Geist, das ist mein Tag. Du kannst jetzt die Lügen suchen und durch Wahrheiten ersetzen. Und das sind oft kleine Sachen. Wir sehen es doch nicht. Wir können den Unterschied nicht sehen. Was ist wahr, was ist eine Lüge? Das siehst du oft gar nicht, weil es wirklich schwierig ist zu erkennen. Das Kleinste finde ich zum Beispiel Kommasetzung. Kommasetzung ist eine schwierige Geschichte. Ah, manche, oh ja, genau, komm, was war das nochmal? Das war der lange Punkt, genau.
Aber diese Kommas können die komplette Bedeutung von einer Sache verändern. Ein Beispiel, du kannst sagen, ich denke an mich selbst zuletzt. Ja, total selbstlos. Oder das heißt, ich denke an mich, Komma, selbst zuletzt. Merkt ihr was? Unterschied zwischen Egoismus und totaler Selbstlosigkeit. Das ist ja vielleicht noch harmlos. Aber es gibt auch den Unterschied zwischen Gastfreundschaft und Kannibalismus. Du kannst zum Beispiel sagen, komm, Komma, wir essen, Komma, Tante Erna. Oder du kannst sagen, komm, Komma, wir essen Tante Erna. Ja, ist ein Unterschied. Ein kleiner Strich, zack, ganz andere Bedeutung. Dein Kampf vor dem Spiegel jeden Morgen. Da kann es heißen, du hast den schönsten Hintern weit und breit. Oder du siehst, du hast den schönsten Hintern, Komma, weit und breit. Ja? Verstehst du? Ein Riesenunterschied. Ja? Ein kleines Ding kann den Sinn komplett verändern. Was bedeutet das für dein Leben und das, was du geschrieben hast? Ein kleines Komma, eine kleine Lüge in deinem Leben kann die Bedeutung von deinem Leben komplett verändern. Eine kleine Geschichte kann es komplett verändern. Steuerung H, lass den Heiligen Geist dein Leben Korrektur lesen. Das ist, was du tun kannst. Vielleicht auch schon ganz praktisch, was du machen kannst heute, wenn du sagst, ich fange mal an aufzuschreiben und dann sage ich Steuerung H, Herr, komm und zeig du auf, wie es aussieht. Ganz praktisch, wie kannst du Steuerung H drücken oder wie kannst du das machen? Schritt 1, benenne das Problem. Du kannst nur besiegen, was du benennen kannst. Du kannst nicht irgendwo ins Dunkel rein und dann hoffen, dass du irgendwas triffst. Nein, du musst benennen und dann kannst du es auch besiegen. In meinem Fall kann ich sagen, hey, ich fühle mich heute nicht gut oder ich fühle mich irgendwie und ich kann sagen, ich spüre einen Minderwert. Ich kann ihn nicht benennen, weil ich spüre irgendwie einen Minderwert. Das heißt, ich nehme etwas wahr. Ich kann es benennen. Ich versuche parallel mal so ein Beispiel von meinem Sohn. Den habe ich am Freitag von der Schule abgeholt. Der hatte Zahnschmerzen. Der konnte benennen, was sein Problem war. Da tut's weh. Okay, was haben wir gemacht? Wir sind zum Zahnarzt. Was habe ich gemacht, wenn ich sowas spüre? Ich frage, hey, wann fühle ich mich minderwertig? Was ist eine Situation, wann das bei mir auftritt? Es kann sein, wenn ich mit den anderen Pastoren zusammensitze und die haben alle Theologie studiert. Ja, dann merke ich, oh, dann oh, irgendwie, Und dann spüre ich das. Oder wenn ich in der Firma dann mit jemandem ein technisches Gespräch führe, mit, oh, jetzt bin ich an der Grenze, muss sagen, tut mir leid, dann müssen Sie jemand anders suchen, hier ist meine Grenze. Dann spüre ich einen Minderwert. Okay, dann weiß ich das. Bei meinem Sohn, wie war das beim Zahnarzt? Er fragt, wo tut's weh? Klopf dagegen, hast du ein Drücken, ein Ziehen, heiß, kalt? Und du stellst einfach Fragen, das ist der Schritt 2, hilfreiche Fragen, die dir helfen, das Problem einzugrenzen oder konkreter zu machen. Im Allgemeinen kannst du sagen, sind es Fragen wie, wann tritt das Problem auf? Wann passiert das? Oder seit wann hast du dieses Gefühl oder diese Sache in deinem Leben, dieses Gefühl? Wann tritt das auf? Ist da eine Angst drin, die dieses Gefühl treibt? Oder was willst du durch dieses Verhalten ändern an der Situation, in der du bist? Das ist, finde ich, eine der besten Fragen irgendwie für mich. Was willst du verändern? Wenn ich abends ein Glas Wein trinke, was will ich denn verändern? Ich muss runterfahren. Ich muss erstmal runterfahren. Okay, ich versuche damit etwas zu verändern. Und dann kannst du weitergehen. Und dann das Dritte, was du tust, ist, was der Zahnarzt macht, er stellt die Diagnose, dass er sagt, guck mal, da ist etwas kaputt. Das ist unser Schritt, den wir jetzt machen. In meinem Fall war die Antwort, deine Qualifikation bestimmt deinen Wert. Und das ist die Lüge. Okay, wir haben es gefunden. Du glaubst, dass deine Qualifikation deinen Wert bestimmt. Ist das so? Ja, das ist so. Und das ist das Problem. Okay, du bringst es auf den Punkt, in dem du weißt, das ist mein Problem. Bei meinem Sohn war es so, dass das innen drin der Nerv abgestorben war, Druck, Gase haben sich gebildet. Was muss man machen? Man hat das Ding aufgebohrt und dann war der Druck raus. Ja? In meinem Fall, wenn du feststellst, du glaubst, dass deine Qualifikation deinen Wert bestimmt, das ist die Lüge. Was stellen wir dagegen? Dein Wert wird bestimmt dadurch, was jemand anders bereit ist, für dich zu bezahlen. Dein Wert wird bestimmt dadurch, was jemand anders bereit ist, für dich zu bezahlen. Und in der Bibel steht, niemand liebt mehr als jemand, der sein Leben für dich gibt. Johannes 15, Vers 13. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Das ist dein Wert. Ja? Dein Wert macht sich nicht daran fest, was Menschen über dich sagen oder was du über dich denkst, sondern was jemand anders bereit ist, dafür zu bezahlen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vor ein paar Tagen habt ihr vielleicht, oder zwei Wochen, keine Ahnung, weil ein Comic wurde versteigert, Spider-Man. Ich habe mal hier das mitgebracht. Spider-Man hat damals 12 Cent gekostet. Für wie viel wurde es verkauft oder versteigert? Oder ne? 3,6 Millionen. Es ist eins der ersten Spider-Man-Hefte. Jeder wird sagen, sag mal, sei bescheuert. Ja?
3,6 Millionen für ein Heft auszugeben. Ja, es gibt welche, die sind so bescheuert. Aber vielleicht sagst du, ja, auf meinem Leben steht auch 12 Cent. Wenn ich mich angucke, ich sage auch, bei mir steht 12 Cent. Und Gott ist immer noch bereit, 3,6 Millionen für dich zu zahlen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dein Wert wird das, durch das bestimmen, was andere bereit sind, dadurch zu bezahlen. Und so können wir diese Steuerung H in unserem Leben wirklich reinbringen, indem wir diese Lügen durch Wahrheiten ersetzen. Jesus sagt, du bist extrem viel wert. Bei meinem Sohn sagen, hey, wir bohren ein Loch ein, das ist die Lösung. Wir lassen die Gase raus, jetzt hat er keine Schmerzen mehr. Du kannst Dinge lösen, diese drei Dinge. Benenne es, geh mit Fragen ran, dass du es einkannst und dann bring es auf den Punkt, sei, das ist die Lüge, was sagt die Bibel dazu, was sagt Jesus dazu. Und diesen Prozess, ich sage noch im Bibelvers, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, ist unser Helfer da drin, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das heißt, du wirst immer mehr die Lügen aus deinem Leben entfernen können. Und dann kommt Freiheit in den Kopf. Dann kommt Freiheit da rein. Und diesen Prozess nennen wir bei uns in der Gemeinde Get Free. Get Free ist das, was wir sagen. Du bist zur Freiheit berufen, du glaubst es nicht, andere sagen es dir. Und die helfen mit dir, diese Schritt 1, 2 und 3 durchzugehen. Die sagen, du kannst hingehen und sagen, ich habe was in meinem Leben. Ich kann es nicht benennen. Und dann geht jemand mit dir den Weg. Am Ende bringst du es auf den Punkt und du machst Suchen ersetzen. Du tust das eine raus und du tust durch eine Wahrheit ersetzen. Das kannst du bei uns in jedem Standort, überall kannst du das machen, get free. Und dadurch mehr Wahrheit in dein Leben reinbringen. Jemand geht mit dir diesen Weg. Für mich ist die Frage am Ende, ich könnte noch so viel erzählen, ich habe noch so viele Themen, ich bin jetzt schon über der Zeit. Meine Frage am Ende ist, lohnt sich der Kampf? Lohnt sich das überhaupt? Kannst du sagen, ja, es geht euch nur darum, dass man sich besser fühlt? Nein, das glaube ich nicht. Es geht nicht darum, dass du dich besser fühlst. Ich will kurz erzählen, ich hatte das heute Morgen schon erzählt, auf der Fahrt heute Morgen hierher hatte ich die Geschichte im Kopf von meinem Cousin. Mein Cousin war ein junger Mann, ein toller Typ, aber irgendwann wurde er dicker, dicker, dicker und dicker und dicker. Und woher kam das? Er hat irgendwas in seiner Kindheit erlebt, irgendwo, wo er einen Mangel hatte und er hat es nicht gelöst bekommen. Und ich weiß noch, wo er meine Frau irgendwann mal getroffen hat. Sie hat sich vorgestellt, das war ja mein Cousin, sie kannte ihn nicht, und er hat sich vorgestellt und gesagt, hallo, ich bin Andreas, ich bin das schlechte Beispiel der Familie. Bumm. Er hat aber nie Suchen und Ersetzen gemacht. Und irgendwann in den 30ern war er tot. Herzinfarkt. Versteht ihr? Lohnt es sich, den Kampf zu kämpfen? Versteht ihr? Es geht nicht nur um besser leben, freier sein, ein bisschen mehr wohlfühlen. Du bist auch Christ, hey, ist eine tolle Sache. Nein, es geht darum, dass Lügen den Kurs deiner Geschichte in eine Richtung bringen können, die können am Ende tödlich sein. Und deswegen lohnt sich der Kampf für dich, ja. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, die haben keine Ahnung von Gott und du bist vielleicht die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Und dann können manche sagen dann so, wie Nietzsche das gesagt hat, die Christen müssten ein bisschen erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Da ist was dran. Du bist die einzige Bibel. Für die lohnt es sich vielleicht, diesen Kampf auf sich zu nehmen, damit sie wissen, nein, mein Gott ist anders. Du kannst an mir sehen, ich bin der Greifvogel, der da oben fliegt. Ja? Und dann können die sagen, das will ich auch. Für mich selber. Ich kann mich entscheiden zu sagen, hey, ich lebe mit den Lügen, ich arrangiere mich damit. Oder ich glaube, Gott hat mehr für mich. Ich habe Bock auf ein Leben in Freiheit. Ich habe Bock auf ein Leben, wo ich wirklich merke, das bin ich. Ich spüre diesen Wert, den ich nicht nur theoretisch weiß, sondern ich habe ihn für mich angenommen. Ich glaube dem. Ich glaube das und dann wird es zu meiner Wahrheit. Und das Dritte, und das motiviert mich eigentlich am meisten, ist für meine Familie. Wenn ich sage, hey, wenn ich meinen Minderwert akzeptiere und toleriere, dann gebe ich den auch weiter an meine Kinder. Und die werden einen Papa erleben, der nie irgendwie so richtig an der Spur ist, weil er nie weiß, wer er ist. Und ob er was wert ist oder nicht wert ist. Was machen meine Kinder? Die wissen das dann auch nicht. Und dann kann ich sagen, von meiner Generation an können Dinge anders werden. Von meinem Leben an gebe ich was anderes weiter. Und zwar bringe ich ihnen bei, diese Lüge durch eine Wahrheit zu ersetzen. Wenn sie das Gefühl haben, diese Lüge kommt in ihr Leben rein, du bist zu wenig wert, kann ich sagen, nein, den Kampf habe ich gekämpft, du bist es wert.
Und das ist das, warum ich sage, es lohnt sich, dieses Thema anzugehen. Es lohnt sich, den Kampf zu kämpfen. Nicht alle sind vom Teufel, die kämpfen. Nicht alles ist geistlich, aber ein paar Dinge schon. Und das muss man immer sehen. Ich schließe mit einem Bibelwort, wo es heißt, wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Amen.